Ein sonniges Hallöchen aus Hamburg. Heute und auch die nächsten Tage ist bei uns super schönes Wetter. Perfekt, um im Park zu liegen oder an den Strand zu fahren, wobei die sind momentan ja wahnsinnig überlaufen. Aber darum soll es heute auch nicht gehen, auch wenn mein Paket wahnsinnig sonnig aussieht, weil es knallgelb ist. Ich habe euch in einem meiner letzten Videos meine Wunschliste vorgestellt, also was ich mir momentan so von Designern wünschen würde und habe dabei, glaube ich, sogar als allererstes einen bestimmten Ring erwähnt, der seit Monaten nicht in meiner Größe erhältlich war. Und als ich dieses Video gedreht habe, habe ich abends nochmal online bei Mytheresa geschaut und dann war auf einmal in meiner Größe da. Und dann habe ich ihn sofort bestellt. Ich war auch ganz aufgeregt während des gesamten Bestellprozesses, weil ich habe noch nie so einen teuren Ring bestellt. Ich habe noch nie bei Mytheresa bestellt, wusste also gar nicht genau, wie der Ablauf ist, wobei im Grunde ist es ja relativ einheitlich zwischen den verschiedenen Online-Shops, aber trotzdem war es so das erste Mal. Ja, und gestern ist er dann per DHL Express geliefert worden. Das Tolle war auch, ich wollte eigentlich 2 Minuten später los zur Arbeit und dann klingelte noch der DHL-Mann. Also es fühlt sich so an, als sollte es sein. Und ja, ich dachte, ich packe ihn mit euch aus. Also ehrlicherweise habe ich ihn natürlich schon ausgepackt. Aber ich dachte, ich packe ihn trotzdem nochmal mit euch aus, weil er ist wahnsinnig schön verpackt. Und ja, er kam quasi in so einem gelben Beutel von DHL. Und da drin befand sich dieser Umschlag sozusagen. Ich vermute, da ist die Rechnung drin, da habe ich nämlich noch gar nicht reingeguckt. Und darin befand sich dieser Karton mit Schleife. Also, das ist ja Sonnenschein pur per DHL. Gelb für DHL, gelb für Mytheresa, also mega. Ich finde das ja sowieso so schön, wenn die Online-Shops so wunderschöne Verpackungen verwenden, die man dann noch als Box irgendwo schön in den Schrank stellen kann. Ich hebe in solchen Boxen auch wahnsinnig gerne irgendwelche Geburtstagskarten auf oder besondere Gegenstände und mache da so eine kleine Schatztruhe für mich draus. Mal gucken, wofür diese Box dann am Ende eingesetzt wird. Und dann öffnen wir das Ganze einmal. Und da fliegt auch schon die Karte raus. Auch das ist, finde ich, wieder so eine absolute Besonderheit bei diesen Online-Shops. Ich habe hier so eine persönliche Karte dann bekommen. Oder was heißt persönlich? Aber sie wurde auf jeden Fall persönlich in Handschrift unterschrieben. Und dass sich Mitarbeiter dafür die Zeit nehmen, ist ja letztendlich auch, finde ich, immer ein Kostenfaktor. Weil es geht ja auch irgendwie alles so nach Geschwindigkeit. Wie schnell können wir es verpacken und versenden? Und deshalb finde ich sowas immer total toll und weiß es auch sehr zu schätzen. Ja, und wenn wir uns das Paket dann hier so anschauen, ich habe das Siegel extra noch geschlossen gelassen. Ich habe es an der Seite nämlich rausgefischt, das Paket, was eigentlich drin war. Von daher öffnen wir das jetzt hier einmal so ein bisschen zusammen. So. Jetzt kleben meine Finger voll mit diesem Aufkleber. Moment. So. Und dann das hier das Paket. Das ist im Grunde das Ganze, worum es geht, weshalb dieser riesige Karton gekommen ist. Ich weiß nicht, was hier noch drin ist. Ich hole das mal raus. Ein Echtheitszertifikat. Einmal nochmal ein Etikett. Das nehmen wir mal raus. Und ich weiß nicht, vermute, das hier ist einfach nur wieder Verpackungsmaterial. Ja. Auch das Verpackungsmaterial wird natürlich umweltgerecht weiterverwendet. Da macht es sich doch ganz gut, oder? So, wir haben hier ein Etikett. Dann ist das der Ring von Spinelli Kilkelin. Das ist einmal das Echtheitszertifikat. Was haben wir hier noch drin? Ah, ein Care Guide. Oh, wie man damit umgehen soll. Oh, oh, mega. Guck mal, hier ist auch noch so ein Tuch drin zum Polieren des Rings wahrscheinlich. Oh, guck mal, wie schön diese Vorderseite aussieht. Das ist so ein... Guck mal. So astrologisch sieht das irgendwie aus. Voll schön. Ich liebe das, wenn auf solche Details geachtet wird. Ich bin auch so ein detailverliebter Mensch.
In 2010 haben der Designer Yves Spinelli und der Künstler Drea Kilcullen den ersten Galaxy Ring füreinander kreiert. Ja, oh schön. Aber das haben halt mal ein Designer und ein Künstler füreinander quasi diesen Ring erstellt. Also dieser Galaxy Ring ist quasi diese Art, dass das verschiedene Ringe sind, die miteinander verbunden sind. Und dann fanden Freunde das so toll und haben auch gefragt, ob sie so einen Ring bekommen können. Und dadurch ist das Ganze so entstanden und das ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Oh, toll. Und dann sind hier noch die Care Instructions. So, aber ihr wollt den Ring bestimmt jetzt endlich mal sehen. Das kommt auf jeden Fall hier in diesem wunderschönen kleinen Etui. Und wenn man das dann so öffnet, dann ist der Ring da drin. Oh Gott, ich bin immer noch so schockverliebt. Von MyTheresa ist hier noch so ein kleines Etikett rum. Das ist hier so ein Dreierkonstrukt. Das Äußere sind hier zwei so silberne Ringe. Wenn ich so nach unten gucke, dann ist übrigens da bei meinem Handy, damit ich weiß, was in der Kamera dargestellt wird. Das in der Mitte ist ein Ring, der rodiniert ist und komplett mit Diamanten besetzt ist. Und dann ist das hier mit diesen beiden goldenen kleinen Loops sozusagen verbunden. Und man kann den Ring entweder so auf drei Ringe verteilt tragen. Das schwebt mir aber überhaupt nicht vor. Ich möchte den, wie ich das auch auf den Bildern immer gesehen habe, halt einfach in eins tragen. Und ich habe mich für eine Größe entschieden, die passt auf vier verschiedene Finger. Bei den einen ist er halt ein bisschen enger, so wie jetzt hier auf dem zum Beispiel. Oh, wunderschön. Hier sieht man halt auch nochmal, dass die so übereinander sitzen und dieser goldene Ring die miteinander verbindet. Und wenn es jetzt zu warm ist, dann ist der Finger vielleicht ein bisschen zu weit. Im Winter ist es ja kalt, da ist die Haut so ein bisschen mehr zusammengezogen. Da passt der dann wahrscheinlich perfekt hier rauf. Aber ansonsten ist halt auch hier einfach super schön. Ich bin total verliebt. Ich habe diesen Ring gesehen bei der Instagramerin MVB, nennt die sich. Ich weiß gar nicht, wofür das die Abkürzung ist. Die hat auch, glaube ich, irgendwie 1 Million oder 2 Millionen Follower. Auf jeden Fall wahnsinnig viele hatte sie. Und die hat total den dezenten Style, aber punktet durch dann auffälligen Schmuck. Die hat auch eine wahnsinnig tolle Kette von Tiffany. Und halt unter anderem hat sie einen Ring von Spinelli Kilcullen getragen. Ein Ring, der glaube ich zwischen 7.000 oder 9.000 Euro kostet und überhaupt nicht mein Budget darstellt. Aber bei mir ist es so, ich verkaufe immer mal wieder irgendwelche Sachen bei eBay und das Geld sammle ich immer auf einem Konto zusammen. Und von dem Geld leiste ich mir dann so diese Designerstücke, weil das sozusagen so mein Geld ist, was übrig ist. So Urlaubsgeld oder so spare ich auf einem anderen Konto und das ist wirklich nur so Geld, was ich durch eBay verkäufe. Vielleicht auch nochmal irgendwie ein Geschenk zum Geburtstag, also so ein Geburtstagsgeschenk zum Geburtstag, was so ein bisschen über ist. Das heißt nicht dekadent klingen, aber einfach, das sammle ich da einfach so zusammen. Und von dem Geld habe ich mir jetzt diesen Ring gekauft. Der war wirklich teuer. Das ist das teuerste Schmuckstück, was ich jetzt habe. Aber ich finde den einfach traumhaft schön. Oh, ich bin so begeistert. Ich bin echt so verliebt. Und gestern Morgen, als dieser Ring kam, ich musste ihn dann auch gleich mit zur Arbeit nehmen und ihn meinen Kollegen zeigen. Und ja, ich finde, das ist halt was ganz Besonderes. Das sieht man halt nicht so bei anderen und mag das halt auch voll gerne. Ich muss auch mal gucken, weil meine eine Arbeitskollegin sagte auch, sie findet den Ring total toll, findet aber vielleicht, dass das mit den ganzen Armbändern, die ich eigentlich ja immer dauerhaft trage, vielleicht ein bisschen zu wuchtig ist. Deshalb bin ich auch schon am Überlegen, ob ich hier zum Beispiel einfach die Hände wechsle und den Ring dann zum Beispiel halt auch hier trage. Und den anderen Ring, den ich eigentlich immer hier getragen habe, hier einfach rüber switche, weil dann ist die Hand so für sich, die steht so für sich. Ich muss dann auch mal gucken, weil ich bin eigentlich immer wahnsinnig gewöhnt, den Ring hier zu tragen und hier auf dem Ringfinger die Ringe zu tragen. Und von da ist das eine totale Umgestaltung. Aber es ist für mich auf jeden Fall ein Ring, der auf dem Mittelfinger oder
Zeigefinger gehört, weil ich finde, das ist einfach ein mega cooler Look, trotzdem total elegant und schick. Und ja, ich bin, wie ihr seht, einfach so ein bisschen schockverliebt. Ich wiederhole mich. Ja, wie sieht das denn bei euch aus? Also bei mir hat es angefangen mit so Designerstücken, auf jeden Fall im Bereich Handtaschen. Und Schmuck ist erst so in letzter Zeit hinzugekommen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so, man hat, wenn man eine Passion so für das eine hat, dann muss man da irgendwie das erstmal ausleben vielleicht und sich ein paar Handtaschen kaufen. Und dann merkt man aber irgendwann, es gibt ja, jetzt habe ich schon genügend Handtaschen. Es gibt ja auch noch Schmuck. Dann gucke ich mal, was es da so Schönes ist. Cartier ist ja auch zum Beispiel so eine wahnsinnig tolle Schmuckmarke. Viele haben ja auch diese Love Bracelets oder diese Ringe, finde ich auch total schön. Ist aber auch etwas, was aktuell außerhalb von meinem Budget liegt. Und dieser Ring ist jetzt einfach was ganz Spezielles und ah ja. Ja. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Modemarke Spinelli Kilkelin gefallen und guckt auf jeden Fall mal bei den Ringen. Ich habe gesehen, Spinelli Kilkelin hat eine eigene Website, da beschreiben sie das Ganze auch noch so ein bisschen. Und dann gibt es aber auch diese Ringe zu kaufen bei Mytheresa, so wie ich den bestellt habe. Und bei Net-a-Porter gibt es die tatsächlich auch. Und die haben auch so verschiedene Modelle. Also je nachdem, wie euer Budget an der Stelle so aussieht, guckt da einfach mal ein bisschen durch oder setzt es euch auf eine Wunschliste für die Zukunft. Falls ihr momentan erstmal was anderes kaufen wollt, andere Ausgaben habt oder einfach das Budget noch nicht so da ist. Und ja. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt es mir wie immer in die Kommentare und genießt heute auf jeden Fall den sonnigen Tag und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!